say what you used to, I require more, better than we ever. Hey Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Leute, erstmal, das Wetter ist so gut. Es gibt eine richtige Frühlingsvibe und so richtig gute Laune. Wir haben heute Samstag. Ich habe jetzt erstmal tagsüber frei. Ich muss später kellnern gehen. Aber ich habe heute den Tag schon genutzt und war mit meiner Mom bei Zara. Leute, ich war ja letztens schon. Aber irgendwie, da war ich ja in Köln und jetzt war ich hier bei uns in der Stadt. Und ich habe noch ein paar richtig cute Sachen gefunden. Ich wollte eigentlich so einen beige-braunen Pulli haben. Den hatten sie bei uns aber nicht. Ich hatte den nämlich online mal gesehen. Aber ich habe mir andere richtig schöne Sachen geholt. Und ich dachte, ich mache euch einen kleinen Haul am Anfang von dem Video. Ich habe mir einmal so ein Hemd geholt. Das ist halt so gestreift. Ich finde es mega schön. Der Stoff hält auch voll schön. Weil das Ding, ich habe bei Hemden voll oft das Problem, dass der Stoff so voll fest ist und so sich nicht richtig so schön runterhängt. Aber das ist super hier. Ne? Hat 29 Euro gekostet. Dann habe ich mir eine Größe S geholt. XS hatten die nicht. Aber ich finde, es sieht auch sehr cute aus. Dann, Leute, ihr wisst ja, wie lange ich schon nach einem Rock suche, der mir passt. Kann auch schon liegen, dass ich, weil ich jetzt ein bisschen zugenommen habe, dass mir jetzt dieser Rock gepasst hat. Ich meine, ich hatte den auch schon mal an und damals hat der mir irgendwie nicht gepasst. Aber der sitzt eigentlich ganz gut. Oben ist der ein bisschen locker. Aber eigentlich sitzt der echt gut und ich wollte die ganze Zeit einen schwarzen Rock haben, der am besten hier auch noch diesen Schlitzmäßig hat. Das ist so ein Hosenrock. Ich mag das nicht, wenn das von hinten so eine Hose ist. Aber drum sei es. Ich war jetzt froh, dass ich überhaupt was gefunden habe, was mir in der Art gepasst hat. Habe ich in der Größe XS und hat 25 Euro gekostet. Finde ich sehr cute mit meinen neuen Schuhen, mit denen. Ah, herrlich. Und dann habe ich mir eine Hose geholt, die ist ein bisschen out of my comfort zone, aber ein bisschen mehr dieser Style, den ich auch haben will, mit so schicker und so. Und zwar ist es diese Hose. Die sieht so aus wie so eine Anzugshose mäßig. In so einem Blau. Finde ich süß. Ne? Ich muss aber mal ein bisschen Mut zur Farbe jetzt zu den Jahreszeiten, wenn es ein bisschen wärmer wird. Habe ich in der Größe XS oder hat auch 25 Euro gekostet oder 26. Und dann war ich bei Bershka. Ich wollte eigentlich so ein Oberteil holen, was ich online gesehen hatte. Aber dann habe ich eine weiße Leinenhose gefunden. Und Leute, ich suche schon seit letztem Jahr die ganze Zeit nach einer richtig guten weißen Leinenhose, die nicht durchsichtig ist. Und ich habe es nicht gefunden, bis ich jetzt einfach die bei Bershka gesehen habe. Und ich bin verliebt. Und ich zeige euch die. Ich habe die nämlich schon an. Isn't she cute? Ich finde, die sitzt mega gut. So sieht die aus. Und ja, ich finde die mega, mega cute. Ich habe auf jeden Fall vor, euch so ein Spring-Outfit-Inspo-Video zu machen, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird und ich noch so ein paar nice Sachen finde. Deswegen, ich zeige euch die Sachen jetzt einfach mal nett angezogen, ne? Deswegen werdet ihr dann in dem Video dann auch die Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe, angezogen, so als ganzes Outfit-mäßig sehen. Und ja, weil meine Mom die beste Mom der Welt ist, hat sie meine Wäsche gewaschen, weil ich weiß leider hier nicht, wie meine Waschmaschine funktioniert. Das ist irgendwie so eine alte Waschmaschine und ich komme damit nicht klar, weil ich weiß leider nur, wie die Waschmaschine von meiner Mama funktioniert. Und ja, da muss ich mich noch mal so ein bisschen reinfuchsen. Meine Schwester hat ja früher in dieser Wohnung gewohnt, in case you didn't know. Und sie meinte, sie zeigt mir dann jetzt auch mal, wie diese Waschmaschine funktioniert. Auf jeden Fall räume ich jetzt erstmal die Sachen ein. Das ist doch die perfekte Leinenhose. Ich liebe die. Ich mache mir jetzt was zu essen. Und zwar habe ich gerade Bock auf Magerquark mit Chunky Flavor. Und zwar benutze ich das hier. Das schmeckt wie Cinnaminis und das lieben wir. Weil ich versuche jetzt wieder mehr auf meine Ernährung zu achten. Weil Leute, ich gehe jetzt ab nächster Woche wieder trainieren. Ich war ja zwar schon im letzten Vlog trainieren, aber ich habe gemerkt, das war's nicht, meine Süßen. Also mein Rücken tat noch wirklich sehr weh. Und deswegen fange ich jetzt ab nächster Woche wieder an. Dann habe ich jetzt auch mal auf meinen Arzt gehört. Zumindest sind es dann 3 Wochen her. Mein Arzt hat eigentlich gesagt 4 Wochen. Deswegen, ich habe Bock. Ich habe Bock, wieder ins Gym zu gehen. Ich habe Bock, wieder in meine Routine reinzukommen. Ein bisschen gesünder ernähren und so. Ich gehe gleich ins Soli noch vor der Arbeit. Ich bin verabredet mit Nespin, um ins Soli zu gehen. Und ja, dann kriegen wir hier wieder mal so ein kleines Glow-Up hin, ne, meine Süßen. Boah, ihr müsst das ausprobieren. Schmeckt so gut. Leute, ich mache mich jetzt ready, so let's go. All I wish for, if you could go my way, yeah.
been had me from the start. You've been on my radar for too long. Want you to stay. Was mache ich hier? Leute, was passiert hier mit meinem Make-up? Was tue ich? Ich bin so lost. Try me. I bet you gon' like it. Friends, auch wenn ich es eben nicht für möglich gehalten habe, mein Make-up ist gut geworden. Simple but cute. Ich muss mir jetzt ganz schnell ein Outfit anziehen zum Kellnern. Ich bin ein bisschen spät. Ich muss nämlich noch mein Auto umparken. Ich liebe irgendwie so Bandeau-Tops. Habe ich gerade für mich entdeckt. Ich finde, die machen irgendwie eine klasse Figur. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was wir heute anziehen werden zum Kellnern. Das Problem ist, es ist halt noch relativ warm draußen, weil die Sonne scheint. I really think, dass es gleich sehr, sehr kalt werden wird. Deswegen überlege ich, ob ich einen Rollkragenroboter anziehen soll. Aber was halten wir davon? Macht so viel aus, wenn es hier so warm ist. Ich weiß jetzt nicht, sieht das cute aus? Ich muss mal eben gucken. Es engt mich ein. Kennt ihr das? Manchmal hat man dann so ein... Manchmal habe ich das Gefühl, das engt mich ein. Das ist jetzt mein Outfit zum Arbeiten. Ich trage die Hose von Only. Und das Oberteil ist von Uniqlo. Und das ist jetzt der Fit. It's a new day und die Sonne ist draußen. Heute wir haben Sonntag. Kellnern war gestern so stressig und so anstrengend. Ich war jetzt wirklich recht lang nicht mehr Kellnern. Und ich habe es ein bisschen vergessen, wie stressig das ist und auch für den Körper. Ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Rückenschmerzen, aber nicht so schlimm. Also es ging eigentlich voll. Naja, auf jeden Fall, heute ist Sunday. Ich war heute Morgen mit meiner Schwester bei meinen Großeltern frühstücken. Das ist so ein Sonntagsding bei uns. Ja, wir sind mit dem Cabrio gefahren. Es ist krankes Wetter. Leute, und das Ding ist, es scheint nicht nur die Sonne, sondern es ist auch freaking warm outside. Also, es ist wirklich warm. Also jetzt nicht heiß, nicht? Aber ist schon warm. Ja, sag ich euch, wie es ist. So wunderschön. Ach. Übrigens, morgen fällt schon wieder die Schule aus. Das bedeutet, morgen muss ich arbeiten. I can't. Und wahrscheinlich muss ich auch Dienstag arbeiten. Und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Schön. Guten Morgen! Leute, es ist ein neuer Tag. Ich bin gestern wieder super früh... Ich sehe immer aus wie ein Typ. Ich bin gestern wieder super früh eingeschlafen. Dann heute das erste Mal einfach um 5.50 Uhr aufgewacht und dachte ich mir, das kann jetzt aber nicht wahr sein. Und dann konnte ich jetzt noch bis 7.30 Uhr weiter schlafen. Natürlich habe ich einen Schlafrhythmus wie so eine 60-Jährige. Oh. Nun ja, auf jeden Fall, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee. Übrigens, wir mussten jetzt umsteigen auf billigere Hafermilch. Anyways, Friends, heute ist Dienstag, heute ist mein freier Tag. Gestern ist die Schule ausgefallen, dann 8 Stunden arbeiten musste. Leute, es war so ein stressiger Tag. Ich war 8 Stunden arbeiten, dann musste ich noch kurz in die Stadt, weil ich wollte mir einen Milchaufschäumer holen. Für Milch, nicht? Weil ich wollte mir so geilen Kaffee machen, weil mein Kaffee sieht immer so aus, ich tue diesen Kaffee-Ding hier rein und dann kippe ich einfach diese kalte Milch drauf. Ist eigentlich sehr unsatisfying, aber irgendwie, I don't care. Ich finde es eigentlich auch trotzdem ganz lecker. So, dann wollte ich mir das holen und eine Küchenwaage. Natürlich habe ich aber gerade den Milchaufschäumer nicht bekommen. Aber ich zeige euch, was ich geholt habe. Und dann war gestern voll viel los hier bei mir, weil irgendwas ist hier passiert. Und dann war auf jeden Fall ganz viel... Krankenwagen, Polizei und so. Ich habe direkt meinen Schwester, meine Mama gerufen. Ich war so, ihr Mäuse, geht's euch gut? Weil ich habe dann immer richtig Paranoia, Leute. Ich kann mit sowas überhaupt nicht umgehen. Ja, im Endeffekt hat meine Schwester mir dann gesagt, dass sie am Bahnhof so eine halbe Stunde weit weg von hier irgendwo feststeckt, weil die Züge nicht mehr weiterfahren. Und dann bin ich sie direkt dann nach der Stadt, nach der Arbeit sozusagen, noch abholen gegangen. Und dann war ich endlich irgendwann um 21 Uhr zu Hause und bin dann einfach so um 10:30 oder 11 oder so eingepennt. Naja, auf jeden Fall. Was habe ich mir gekauft? Ich habe mir gekauft eine Waage. Wir müssen aber jetzt mal gucken, wie die aussieht. Da habe ich mir eine Küchenschere gekauft, weil kann man schon mal gebrauchen. Und diese Kerzen gab es da. Vor allem waren die da so günstig. Ich war bei diesem Woolworth oder so. Gucken uns das jetzt mal an. Ich hatte da gestern auch keine Lust mehr, gestern Abend. Ja, Leute... Das ist doch eine stabile Küchenwaage. Keine Ahnung, ich glaube, die hat nur
3 Euro oder so gekostet, gefühlt. Und ab dieser Woche wird wieder Gym durchgezogen. Ich konnte sogar ja auch gestern mit meinem Auto fahren. Das konnte ich davor auch nicht wegen meinem Rücken. Weil das voll wehgetan hat im Rücken, wenn ich die Kupplung so gedrückt habe. Ich weiß, es hört sich ein bisschen komisch an, aber naja. Und das sind die Kerzen. Ich habe überall bei mir so solche Kerzen stehen. Und ich finde die mega cute, aber die brennen total schnell ab. Aber ich mache mir jetzt auf jeden Fall erstmal meinen Hair-Oiling rein, damit ich eine gute Grundlage habe, um dann zum Sport zu gehen mit Hair-Oiling. Aber Leute, ich sag euch ehrlich, ich muss meine Haare halt einfach pflegen. Das ist das Wichtigste, was gerade bei mir ansteht. Meine Haare pflegen, damit ich cute aussehe für den Sommer. Brands Hair-Oiling ist drinne. Und ich habe mir jetzt ein Gymfit angezogen, also das Oberteil und so eine kurze TVO-Hose, falls ihr es gesehen habt. Und dann drauf ziehe ich gleich noch mein langärmeliges Oberteil. Aber jetzt für die Fahrt ins Gym kommt erstmal einfach nur meine Winterjacke drüber. Leute, ich freue mich. Ich bin so hyped. Ich habe so Bock, ins Fitnessstudio zu gehen. Ihr könnt es euch wirklich gar nicht vorstellen. Es ist ganz verrückt. Ich schätze das gerade so wert, dass ich einfach das Gefühl habe, wieder Sport machen zu können. Leute, kleines Update. Gym war fantastisch. Leute, es ist so cringe. Ich war auf so einer Übung und ich war so, es funktioniert wieder. Ich habe fast angefangen zu heulen. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt ready, weil ich treffe mich jetzt mit Malti in der City. Wir gehen einen Kaffee trinken. Ich hoffe, dass die Maus noch mit mir kurz zu H&M geht, weil ich muss ihr leider ein Oberteil nachkaufen. Wir haben heute Morgen gesnappt und sie hatte so ein tolles Oberteil an. Und das brauche ich jetzt auch ganz dringend. Ich hoffe, das ist okay für die Maus. Deswegen, das ist jetzt so ein bisschen der Plan. Aber ich freue mich so auf einen geilen Hafermilch-Kaffee. Weil die, habe ich euch die eigentlich eben gezeigt? Diese von Aldi? Ja, ne? Die hat mir gar nicht geschmeckt, Leute. Das fand ich sehr ernüchternd. Willkommen zu einer neuen Folge. Friends, mein Make-up ist jetzt fertig. Meine Haare sind eigentlich ganz gut geworden. Ich mag das ja nicht, dass sie so kurz sind, wenn ich die mit dem Dyson mache. Aber they look healthy, kinda. Liegt wahrscheinlich am Hair Oiling, oder? Was meint ihr? Einmal Hair Oiling benutzt, direkt so eine Haare? Wieder gut? Ja. Erzähl mal an, meine Süßen. Erzähl mal an. Regnet es denn jetzt tatsächlich immer noch? Ich habe überlegt, ob ich den Pulli anziehen soll. Ja, okay, ich ziehe das jetzt mal an und dann schreibe ich Malti und dann treffen wir uns. Wir haben übrigens 11.30 Uhr. Also das ist jetzt der Fit. Ich trage hier diesen Pulli drunter, auf entspannt, die Jacke und die Schuhe. Und das ist jetzt hier das Ding. Ich muss jetzt los. Malti geht jetzt auch los. Ist so lustig, wir können einfach überall gleichzeitig losgehen, weil wir gleichzeitig beide entfernt wurden sozusagen. Ja, so let's go. Ich freue mich. So, Friends, ich bin wieder auf dem Weg nach Hause übrigens. Ich habe mir das Oberteil geholt, was Malti auch hat. Und noch ein bisschen Unterwäsche. Das zeige ich euch jetzt gleich mal bei H&M. Das ist wirklich sehr, sehr cute. Manchmal frage ich mich, warum ich so viel Geld ausgegeben habe für die Skims-Sachen. Weil es jetzt so gute Dupes gibt. Unter anderem das, was ich mir gerade gekauft habe. Aber Skims ist schon auch nice. Leute, I'm back. Meine Haare haben es mehr oder weniger überlebt. Hier vorne natürlich nicht. Der wichtigste Part. Naja, ich dachte mir, ich zeige euch, was ich geshoppt habe. Und zwar einmal dieses Oberteil, was ich mir von Malti Inspired geholt habe. Ich habe es einfach nachgekauft and I love it. Das sieht so aus. Ich finde die Farbe richtig schön. Der Stoff ist auch richtig nice. Und dann habe ich mir noch Unterwäsche gekauft, weil das war so ein Dreier-Set und ich finde, das ist sehr cute. Look at this. Cute, oder? Naja. Und ich habe mir einen Folienstift gekauft und ich bin super happy über diesen Folienstift, weil ich kann jetzt finally wieder meinen Monat planen, Leute. Ich habe hier meinen Planner hingehangen und jetzt kann ich so ein bisschen meinen Monat planen. Ich liebe das. Dann habe ich so eine Overview, wann ich frei habe, wie ich arbeiten muss, was ich so machen muss den Monat lang halt, ne? Nun ja, ich trage jetzt mal hier ein bisschen weiter ein und dann übrigens, das ist eine super Inspo für euch. Macht euch auch sowas. Ich habe das einfach auf ein Blatt Papier gemacht. Ich habe mir so ein Plakat halt geholt, ne? Und dann habe ich das da drauf gemacht und einfach in so einen Bilderrahmen und jetzt kann man da immer jeden Monat das wegwischen und neu draufschreiben. Das ist für mich perfekt.
Sorry, Friends, ich habe vergessen, ein Outro zu drehen. Es ist momentan irgendwie sehr viel going on. Ich habe sehr viel zu tun mit Arbeit. So, dann auch Private Life und so. Und deswegen habe ich tatsächlich total vergessen, ein Outro zu drehen. Und wollte jetzt gerade hier mal das Video schneiden. Kommt noch ein bisschen spät online. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Bei der würde ich mich mit euch nach oben freuen. Und wir sehen uns hopefully in meinem nächsten Video wieder. Goodbye.